konnte sie noch nicht zu Ende schreiben, aber es wird ein Ende geben, viele Enden. Das Ende ist halt nicht am Ende. Hallo, hier spricht Raphael Toto, ich bin der Zimmerkellner des Hotels. Es gibt keinerlei Rätsel. Nicht die geringsten Rätsel, verstanden? Ich habe es nicht vergessen, Sie werden gleich hier sein. Warum unterstellen Sie? Entschuldigen Sie. Sagen Sie mir das, was Sie mir neulich gesagt haben. My dear, it's alright. It's alright. Ich begrüße Sie in diesem Motel. Möchten Sie ein Zimmer in diesem Motel? Meine Geduld hält nicht mehr lange. Tut mir doch bitte den Gefallen und geht scheißen, ja? Stimmen sind zum Verwechseln ähnlich. Danke. Am Gang habe ich wieder Fußspuren gesehen. Ich möchte nicht, dass der Riese etwas geschieht. Amüsiert ihr euch ja schon, ihr Knallköpfe. Theresa, ich bin es. Ja, wer ist da? Sie sagen das so, als wären die Spanier ihre Kühe abgetankt. Nicht alle Spanier sind so feurig und heißblütig, wie man glaubt. Ja. Nein. Wenn du es mir überlässt, dann verschwinde ich hier. Udo, deine Vitamine. Ich brauche keine Vitamine. Wann findet denn die Kommissionssitzung statt? Darüber werden wir Sie noch informieren. Wie viele Nächte beträgt der verdammte Wirkungsradius? Das kann ich Ihnen denn das endlich sagen? Geography. Trigonometry. Ja, aber egal, was ich jetzt sagen werde, es wird sowieso klischeeabteilt. Verstehst du das nicht? Einarmiger Freund, ich wünsche Diskretion, erteile diesen kleinen Ratten die letzte Lektion. Das ist Kunst, Udo. Symbole. Dafür muss man anders denken können. Ist es gut? Dann sag dich selbst. Es ist bequem. Ausgesprochen bequem, Kapitän. Bei der erbärmliche, unglückselige Idioten. Es ist so einfach, mich zu erschrecken. Und ich bin so böse. Wer ist bei dir? Niemand? Lass uns nicht streiten. Streiten ist total unnötig. Es ist das Dümmste auf der Welt. Verdammte Scheiße, Udo. Du aggressives Arschloch! Wohin wie ein Loch? Was? Habe ich richtig gelesen, dass es hier ein identisches Motel mit identischen Personen einen Stock tiefer gibt? Bitte rufen Sie Prostituierte! Viele! Würdest du das wiederholen? Wir müssen deinen Arm absenken. Ah, okay. Sie sind keine Forscher. Sie sind die Versuchsobjekte. Cool. Darf er in deinen Tunnel rein, der Sattelschlepper? Ich glaube, er ist in mich verliebt. Das geht schon wieder vorüber. Ich muss es ja wissen. Bringst du das los? Bitte tun Sie mir nichts. Ich wusste, dass es früher oder später so weit sein würde. Scheiße. Entweder Sie zahlen. Sie verlassen das Zimmer sofort. My mother, she went into labor.